Hallo Freunde, willkommen zurück. Easy ist im Landeanflug. Ich komme zu moralischer Unterstützung. Okay, ich bin da. Also falls ich jetzt nicht treffe, dass du ihn aufnimmst, ne? Ja, fliegst Richtung Tür und ging das Tor einfach absetzen. Und jetzt. Ist er drin? Nein, der ist Nee. rüber gesprungen. Aufsteigen, Los, los! aufsteigen, aufsteigen. Stopp ihn dir! Oh! Ich habe den nicht gekriegt. Steig doch auf. Ich bin doch oben drauf! Nee, in die Luft Ach meine so! ich. Muss nur in der Luft bleiben. Nicht weg. So? Das ist aber ein hübsches Ding. Ja! Wieso kriege ich nicht gepackt schon wieder? So, ich hab ihn. Ja. 130. Ja. So. Im Kühlschrank ist gekochte. Ja, das habe ich extra gekocht. Gekochtes Hammel. Ja. Ich fahre dann schon mal an, ne? So, da haben wir dann schon mal einen. Eine hübsche Kreatur. Aha. Und sein Kumpel da, der war so richtig so orange-rot. Also nicht so übertrieben, weißt Aber auch ein R. du? Die waren zusammen, ich schätze mal. Die sind aber, könnte man schon was Passivzähmung nennen. Der rührt sich gar nicht. Das Männchen, ne? Ja. So. Komm, mach doch mal ein Nickerchen. Du brauchst nie wieder jagen, der Futter ist gratis. Die ganze Treffer an derselben Stelle, das muss ja wehtun, ne? Hat bestimmt da bald Kopfschmerzen, ja. Super. Ich hoffe, dass ich den nicht. Ach ja, Moment mal. Warte, bevor du ihm das Fleisch gibst. 100%. Perfekt. So. Damit sie war viel schneller in Aufnahme zurück, als ich dachte. Ich Hast wollte. du Narkosemittel bei dir? Aber eigentlich braucht es das nicht, ne? Wenn man das mit dem richtigen. Ich hätte aber noch 71 Stück. Ja, ich habe nämlich nur 24. Ich hätte nämlich nur 24. Ich leg's rein. Mal Honig reintun, vielleicht schmeckt ihm das. Was ist ja übrig, ne? Ja. Aber ich glaube nicht. Was man auf diese Karten alles machen kann mit dem Honig. Na? Ja, haben wir ja schon gemerkt. Ein Portal. So, Klimaanlage stehen. Ich habe aber zu wenig. Und hier habe ich nur 12. Hübsches Kätzchen. So. Ich gehe mal eine Küste mal gucken. Da sind bestimmt mehr Deckviecher. Wir brauchen Deck, Deck, Deck. Und wenn
einmal gefressen, 9,4%. Ja. Und Honig war es nicht. Er hat sein Kotelett gegessen. Okay, der muss also auf alle Fälle nachgetoppert werden. Hm. Ja, vielleicht die Fütterungsabstände werden ein bisschen kürzer. Das ist wieder wie verflixt, ne, mit diesen Tech-Tieren. Die sieht man immer irgendwie, ja. Aber wenn du eins brauchst. Ja, eins. Wenn ich nur eins brauchte, das wär mir egal. Aber die Perle sind noch nicht nachgespawnt. Mhm. Das heißt, ich kann keine bauen. Wenn du eine Minute Zeit hättest, kannst du gucken, ob ich auch Polymer brauche. Ich weiß es nicht mehr. Für Elektronik. Für die Klimaanlage. Das kannst du in deinem Inventar gucken. Ach so. Beim Erlernen. Elektronik, das weiß ich, aber... Warte. Oh. Wo sind die so ungefähr? Keine Ahnung. Ja, nicht so weit, nicht so weit. 40, 50 rum. Klimaanlage, ja. Da. Ja, 5 Stück. 5 Polymer, ne? Mhm. Dann wird es wohl nicht reichen, was ich da... Ja, danke, Ark. Ich war auf dem Weg zu einem... Oh, deswegen hat er mir den roten Lutrop gezeigt. Boah, ist schöne Farbe. Guck mal, den hier. Ja. Und ich muss den platt machen. Das ist so richtig wie Lederfarben, ne? Ja. 10 Stück. Ja, 10. Aber hier ist viel Stego. Die Chance ist da größer, ne? Hm. Da ist alles möglich hier stehen. Da war ich gerade beim Pachi, der war so bunt, ich habe gedacht, das ist ein Tech. Muss ich zweimal nachgucken. Nichts weit und breit. Ich habe keine Ahnung. Also im Moment könnte ich gerade mal ein Klimagerät nachbauen. Und du weißt nicht, wie viele du noch brauchst, ne? Nee. Könnte dir auch eins reichen? Denke ich zwar nicht. Ich würde sie Stück für Stück hinsetzen und immer probieren. Ja, aber ich kann ja nicht immer wieder wegfliegen und dann farm ich eben halt ein paar. Klar mache ich, ich setze nicht 10 auf einen Schlag.
so viel von diesen Viecher und nicht einen einzigen Tech. Ist das sowas, das so wie Sand am Meer hier? Das ist ein Tech-Rex, aber... Oder zwei. Tech-Rex, alles was über 150, ne? Ja. Es wäre aber großes Glück, wenn wir sowas finden würden. Gibt er denn mehr Elektronik oder auch die 10? Tech ist Tech. Der hat 12 Stück gegeben. Aber ich sammle alles, was bis zur Insel ist. Einmal ein Kadaver abbeißen, dass wieder Polymer da ist. Deswegen mache ich das in diese Richtung und auf dem Rückweg nochmal gucken. Da kann ich überall diese schöne Brücke. Aber scheinbar hier unten spawnt immer irgendwo so ein Tech-Rex, ne? Mhm. Ah. Nein. Du bist passiv. Du bist passiv. Das, egal was passiert, du nicht wegfliegst. Pronto, Ei. Auf Wiedersehen. Pronto. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem, oder willst du warten, bis du vielleicht ein 2 hast? Einen zweiten. Safe, ne? Einen zweiten safe. Ja. Dann hättest du schon Oviraptor. Ja. Da kann man die Ei-Produktion ein bisschen beschleunigen. Wir haben ihm nämlich sogar schon ein Weibern-Ei gegeben, haben gedacht, das ist der Oberknaller. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Nee, den im kleinen Gegenteil, Oviraptor. Das ist minderwertiges Ei. Ja. Das hat noch nicht mal 10% gegeben. Ich darf es nicht anfassen. Hallo? Du weißt schon, mit wem du spielst, ne? Nein, ich habe jetzt auf den ersten Blick gedacht, das ist ein Dödi. In deiner Farbe. Deswegen habe ich gesagt, nein. Ich dachte, du willst ihn mitbringen. Nee, das ist ein Brontoei gewesen. Ja, das auf den ersten Blick dachte ich, weiß schon. Mhm. Ich wäre auch zufrieden mit dem Tech-Raptor. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendeine besondere Wünsche hätte, ne? Da war noch was, ne? Wir wollten doch eine Biene zählen. Du hast aber keinen Gilly und kein Insektenschutzmittel haben wir noch nicht und. Ja. Wofür hab ich dich? Ich bin beschäftigt beim Tüler. Und ich habe die ganze Zeit die Augen auf der Uhr wegen dem Negaterium. Ja, dann das ist. Dauert noch 20 Minuten. Na gut, bis dann ist das Safe fertig. Ach, da ist die Insel. Ich hätte fast die Insel verfehlt. Hier
Hier brauchst du kein Chitin. Nein. Für den Sattel, für den Tüler, brauchst du nur Fasern und Metall und Leder. So. Mir reicht ein Kadaver. Und dann komme ich nach Hause. Was ist los? Der ist passiv. Ich will nicht, dass mir so eine... Desmodus schnappen und ich kann mich nicht verteidigen. Da lag doch schon Kadaver. Da. So, 176, das reicht doch. Also ich weiß, hier gibt es welche. Wenn man sie nicht braucht, dann sind sie da. Kommt, da ist noch ein Kadaver. Und das ist der, den ich jetzt nicht nehmen soll, ne? Wahrscheinlich. Ich komme zurück. Ich wollte für sich wieder eine Flatterrunde machen. Aber Easy hat ja da so eine richtig hübsche Katze. Naja, damit wir halt nicht mehr nur fliegen. Da habe ich nämlich auch wirklich selber keine Lust darauf. Mhm. Jetzt muss nur Nummer 2 noch organisieren. Optimalerweise ein Bärchen? Ja. So. Und in 20 Minuten diese erste Milwing im Einsatz. Ja, wir haben 2 Optionen. Entweder wir machen eine kurze Runde jetzt oder machen wir ein bisschen länger. Bisschen länger? Ja, ja. Dann machen wir ein bisschen länger. Kannst du auch schneiden. Kannst du auch. Alles mitnehmen. Ich hoffe, dass ich noch vielleicht mal ein oder zwei Deck auf dem Weg nach Hause finde. Aber hier im Tal. Moschot. Hier sind Dodos und viele Stegos. Aber alle aus Fleisch. Kannst du stehen lassen. Nix, ne? Ach, der Bach ist der süß. Nee, großartig.
Nichts. Viele hübsche bunte Tiere. Boah, hast du gesehen? Ey, guck mal, was für ein Riesenvieh. Das ist nicht die Dingsbums, ne? Delfin, oder? Nee, das war hier dieses Flachs. So viele Dinos, ne? Nicht die richtigen. Aber ich muss aufdanken. So, in genau 10 Minuten ist Geburt. Schaffst du, ne? Ja. Muss nur noch zweimal essen. Aua. Noch mal eins drauf. Grün. Da brauche ich ja nicht mal eine Zeit dafür opfern, ne? Nee. Das ist... Also drei Klima kann ich bauen. Mit den Mats, die ich jetzt habe. Das ist unsere Agi-Falle. Guck mal, alles bunt. Friedlich. Aber nicht ein Blechtier dazwischen. Aber wenn du losgehst und Fleisch suchst, bist du nur Tech. Hier an dem Baum irgendwo hatte mal ein Tech-Raptor geklemmt. Klemmt der noch? Ist der noch da? Ich bin ja fast zu Hause. Was noch eins tiefer. Da an dem Baum hat er geklemmt. Ja. Stimmt natürlich nicht mehr. Schüler ist fertig. Mhm. So. Ich lande. Ach Gott, tu die Karte weg. Hast du den angekriegt? Ja. Ich habe ja jetzt noch keinen. Ja, guck ich dir mal an, wie hübsch der ist. Mhm. So zwei. Was fehlt denn jetzt? Metall. Sagst du aber der Papa früh Bescheid, ne? Ja.
Aber an Tieren spawnt hier nichts nach. Ja, ich weiß ja nicht, wie der Spawn-Rhythmus ist. So, wir haben noch 5 Minuten. Bis zum Baby. Bist du die Babys? Ja, vielleicht waren es Zwillinge. Ach, das glaubst du wohl nicht, jetzt wo du eine Nanny hast. Den gefällt du dir arg nichts. Ach so, ich sollte vielleicht ein bisschen Fleisch. Ja. So. Erst stehe ich im Käfig und warte, jetzt stehe ich hier beim Megatherium und warte. Doof, ne? Immer noch zu kalt. Du hast 3 Stück gebaut? Ja. Okay, dann müssen wir weiterfahren. Die sind anspruchsvoll. Ja. Wenn so weitergehen, dann warten wir mit dem für die Brutkasten. Ja, das Material, was du für den Brutkasten brauchen würdest, das hast du hier auch schon verballert, ne? Ja, ja. Ich komme. Ist noch Zeit, ne? Ja. Noch 3 Minuten. Ach, willst du die Nanny gleich mitbringen? Meinst du, die passt da durch? Süß, wie die rennen, ne? Hm? Das heißt, irgendwie schöne Animationen, wie die laufen. Ja. Aha. So, da geben wir ihr schon mal ein bisschen Fleisch rein. Warte mal, ich muss mal ein bisschen umparken hier, der Papa. Ja, der steht hier komisch, ne? Ja. So, Fleisch rein. Genau, dann brauchst du den Megatherium ja gar nicht anfüttern. Ja. Ups. Und wie geht das noch? Baby, auf. Baby aufnehmen. Mhm. Noch 1,50. Wird es schwarz oder wird es braun? Gelbes. Mutation. Mhm. Das hatten wir schon mal, ne? Mhm. Es war zwar nicht gelb, sondern grün, aber es war eine Mutation. Es war grün, glaube ich, ne? Mhm, grün. Weißt du, wer mich vermissen? Mhm. Santa und der Grinch. Ja. Knallrotes Megatherium mit weißen Pfötchen und weißer Schnabel. Ja. Unser Kumpel war ganz grün, der Grinch. Ja. Hallöchen. Ja. Ach, komm schon. Hm.
Noch 40 Sekunden. Entspann dich. Man kann Paarung aktivieren bei den Mewin. Meinst du nicht, dass das einfach nur so ein Kann ich das ja Allgemeinrat ist für alle Tiere? Weil die Ling-Eier, das weiß ich. Und die Ling-Eier von verschiedene Kibbelfarbe. Ja, stimmt. Ja, also wenn Eier mit so hellblau Muster, das sind hellblaue Kibbel, mit gelbem Muster ist gelbe Kibbel. Stimmt, noch 4 Sekunden. Also ich gucke da fast in den Hintern. Guckst du falsch in den Hintern? Da ist er. Da ist er. 200, guck mal, schön. Ja. So, ja. Mami? Hast du gut gemacht. Schiebst du den Megatherium vor ein bisschen? Ja. Weil die Aufnahme-Range ist ja nicht so groß, ne? Baby aufnehmen. Da ist er. Hui. Die Futterung muss auch noch gestartet werden. Ja. Wie geht das denn noch? Babys füttern von Babys an. Zack. So. Na dann trappen ab, wie beide. Ich finde das total klasse. Jo. Hat mir das gefehlt. Ja, ne? Ja. Ich renne lieber nicht, weil sonst wird der Kleine ein bisschen schlecht, glaube ich, da. Der wird dem schlecht, genau. Nicht, dass der an die Höhle anstößt, ne? Nee, ich passe schon auf, dass ich habe eine Spinne gehört. Nee, das ist mein Skorpion. Ach. So. Dann packe ich mal die hier an. Guck mal, die passt ja genau drin. So, Freunde. Hier machen wir Schluss mit diesem schicken Bild. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.